5000 Kilometer unberechenbare Strecke. Zurückzulegen in 5 Tagen. Ein wahrlich volles Programm der Vollgas Porsche. Auch Jürgen Barth hat die Prozedur der technischen Abnahme gut überstanden. Nun, die Herren der Kommission waren auch nicht gar so pingelig. Walter Röhrl mit seinem exotisch anmutenden Fiat. Die Innenbelüftung funktionierte bestens. Und eine neue Windschutzscheibe sorgte für klare Sicht. Motorprobleme kannte der Lange bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht. Walter Röhrl, wie schätzen Sie Ihre Chancen vor dem Start dieser Safari ein? Ich muss sagen, ich war erst sehr optimistisch. Allerdings hat das Wetter jetzt geändert und es scheint alles, dass es regnet, und dann sehe ich also ganz, ganz schlecht aus, glaube ich, hier. Ich war also beim Training nur 3 oder 4 Mal in kurzen Schlammstücken und bin jedes Mal stecken geblieben. Ich habe einfach zu viel Angst ums Auto, ich fahre immer zu langsam in die Schlammstücke und deshalb bleibe ich in der Mitte der Schlammstücke immer hängen und ich sehe also keine großen Chancen für mich. Und die Mitteilung, dass Waldegar festsitzt.